Mit der ganzen Kirche den Sonntag in besonderer Zeit. Ich möchte auch diesen Sonntag feiern, besonders mit den Christen, den vielen Millionen Katholiken in Ländern, wo sie ganz selten eine heilige Messe am Sonntag haben. Amazonasgebiet und in vielen Teilen der Welt, wo zu wenig Priester sind oder die Menschen vor Ort keinen Priester bekommen. Dass wir in der Weise vom Herzen her mit ihnen feiern, dass wir wissen, dass wir in Gott mit ihnen verbunden sind. Kennen wir für uns selbst und für unsere Gemeinschaft der Kirche, dass wir sündige Menschen sind und auf das Erbarmen Gottes vertrauen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns die Last der Schuld und erfülle uns mit ewigem Leben. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasst uns still werden und beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme. Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. Beim Herrn ist die Huld. Bei ihm ist Erlösung in Fülle. Würdest du, Herr, die Sünden beachten? Mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient.
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf meinen Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als Wächter auf den Morgen. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Israel, warte auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit war ein Mann krank. Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die mit den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Und dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt:
Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, also der Zwilling, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er da nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Sagte Jesus zu Martha: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge um mich herum habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Heiliges Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Es ist ein sehr langes Evangelium. Vielleicht haben wir jetzt
Zeit, das nochmal persönlich zu lesen. Eigentlich jede Zeile kann man einfach dabei stehen bleiben und schauen, was ist da für mich drin. Ich möchte nur einen Gedanken mitgeben. Lazarus wird von Jesus in das Leben zurückgerufen. Es ist noch nicht die Auferstehung in eine andere Welt, sondern er wird in diese Welt zurückgerufen. Martha hat Jesus den Glauben bekannt, dass in der Verbindung mit Jesus wir das ewige Leben haben. Das, was einem Lazarus geschieht, ist also ein Zeichen in dieser Welt, ein sehr bedeutendes, wichtiges, wunderbares Zeichen, aber in dieser Welt, das zeigt auf das, was wir glauben und woraufhin wir leben, auf diese liebende Verbindung mit Gott in Jesus Christus, die kein Tod bezwingen kann. Ich glaube, jeder von uns kann momentan Geschichten erzählen, die sehr schön sind, berühren. Noch nie so viele Menschen, die freundlich gegrüßt haben, wenn man hier in der Stadt sich begegnet ist. Immer so auf Abstand, 1,50 Meter, 2 Meter, aber freundliche Gesichter. Ich habe das Gefühl, viel mehr als sonst. Aber jeder kann auch Geschichten erzählen von Rücksichtslosigkeit, von Egoismus, von Hamsterkäufen, wo Leute ganz tief aus einer Angst heraus leben und die Angst sie Dinge tun lässt, die man nie erwartet hätte. Und auf der anderen Seite wieder hilfsbereite, selbstlose Menschen, die die Sorgen der anderen mitteilen. Es gibt diese beiden Erfahrungen im Moment vielleicht deutlicher als sonst. Und die Frage an meinen Glauben ist, welche Erfahrung ist für mich, für mein Leben bestimmend? Es geht nicht um die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, sondern es geht um die Frage, woraufhin lebe ich? Was ist die Perspektive für mein Leben? Worauf vertraue ich? Vertraue ich am Ende auf die Angst und den Egoismus oder vertraue ich am Ende auf Gott in Jesus Christus? Weil wenn ich das sehe, was mein Glaube ist, dann sehe ich in der Gegenwart die Zeichen des Glaubens. Und sehe sie als das, was mächtiger ist als die Zeichen der Angst. Insofern ist der Glaube das, was alles verändert. Wenn dieser Glaube fehlt, bleibt nur der Egoismus und die Angst. Vielleicht wird nicht jeder Jesus Christus als den erkennen, in dem dieser Glaube unter uns ist. Aber für uns als Christen ist das das große Geschenk, in ihm die Auferstehung und das Leben zu sehen. Deswegen erzähle ich gerne die Geschichten, die ich momentan erlebe, die für mich ein Zeichen der Hoffnung sind. Deswegen möchte ich heute auch an der Stelle von Fürbitten Dankgebet sprechen. Gerade heute Dankgebet. Bekennen wir in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten,
und das ewige Leben. Amen. Für jeden Menschen, der in 1,50 Meter Abstand an mir vorübergegangen ist und mir ein freundliches Lächeln geschenkt hat, danke ich dir, o Herr. Für den Anruf, mit dem ich nie gerechnet hatte, der mich fragt, wie es mir geht, danke ich dir, o Herr. Für die Sorge, die in mir lebendig ist, wie es den Menschen auf Lesbos, in Somalia oder in Mali, in Argentinien oder Vietnam wohl geht, danke ich dir, o Herr. Für die alte Frau, die ohne Angst von ihrem Tod gesprochen hat und ihr Zeugnis des Vertrauens in dich, danke ich dir, o Herr. Für die vielen, die ihre Arbeit machen und geduldig ertragen, dass ihnen heute applaudiert wird, wo ihnen gestern noch ein besseres Gehalt verwehrt wurde, danke ich dir, o Herr. Für die vielen Politikerinnen und Politiker, die Verantwortung übernehmen, danke ich dir, o Herr. Für die Erfahrung meiner eigenen Ohnmacht, für die Unruhe und die Fragen, die mich umtreiben, danke ich dir, o Herr. Für die Zeit, die du uns schenkst, die Arbeit, die uns drückt, die Langeweile, die aufkommt, und für die Minuten, in denen ich einfach nur am offenen Fenster die Vögel höre, danke ich dir, o Herr. Für deine Gegenwart am Kreuz, unter denen, die einsam sind, ja, auch für dein heiliges Grab an der Seite der Tausenden, jeden Tag, danke ich dir, o Herr. Feiern wir Eucharistie, die große Danksagung, bringen Brot und Wein als Zeichen, Gott uns geschenkt hat, da das mitten in dieser Welt Zeichen von Gottes Gegenwart sind. Amen. Priesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es für uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Das Wasser sich mit dem Wein verbindet, ist ein heiliges Zeichen. Lasse Gott uns Anteil haben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Priesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er für uns zum Kelch des Heiles werde. Priesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Nimm an, was deine Kirche vor dich bringt. Wasche ab meine Schuld, von meiner Sünde mache mich rein. Erhöre unser mächtiger Gott, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir,
weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als ersten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist über die Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus in Rom, unserem Bischof Rainer von Köln und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern, denen ein Dienst in deiner Kirche aufgetragen ist. Gütiger Vater, gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Gedenke derer, die an Corona gestorben sind und derer, die in dieser Zeit aus Hunger und Entbehrung auf der Flucht oder im Krieg gestorben sind. Gedenke derer, um die andere weinen und gedenke derer, die niemand kannte. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns ewiges Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Aloysius von Gonzaga, der gestorben ist, als er Pestkranke pflegte, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich, Vater, im Himmel loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, erlöse uns, gütiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, vor allem den Christen, die um des Glaubens willen verfolgt werden. Komm du uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor aller Verwirrung und Verhärtung des Herzens, damit wir mit Freude und Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist einer, von dem uns Friede kommt, weil er uns mit Gott verbindet. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seht, dieses Christus, Lamm Gottes, er trägt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele.